Hi, hier ist Max von max2.de mit dem Samsung Galaxy Note 10.1 in der LTE-Version. Aussehen ist genau wie mit Note 10.1 auch, also ist kein Unterschied. Ihr habt hier Android 4.1.1 drauf, also nagelneu. Und wie ihr seht, Info zu Gerät machen wir mal. Man sieht, es ist Android 4.1.1 drauf, wie ich gesagt habe. Die Modellnummer ist GTN 8020. Und ja, wie gesagt, das ist ein LTE-Gerät. Sehen wir hier hinten auch ein LTE-Logo drauf. Sprich, ihr habt hier bis zu 100 Mbit im Download und im UMTS-Netz habt ihr bis zu 42 Megabit. Das Gerät wird ab Oktober bei der Telekom erhältlich sein. Zum Preis wurde noch nichts gesagt. Jetzt zeige ich euch noch kurz hier den S-Pen. Den habt ihr hier hinten drin. Sprich, das ist dieser typische Stift, wo ihr dann zeichnen könnt oder was auch immer machen könnt. Das kennt ihr ja bereits vom normalen Note 10.1. Ja, und ansonsten gibt es eigentlich keine Änderungen. Sprich, wir haben hier weiter den Quad-Core-Prozessor drin. Ich kann euch das auch mal, glaube ich, kurz zeigen. Moment, gehen wir mal ins Menü. Und wo haben wir die Einstellungen? Dort. Und Info zu Gerät. Ah, okay, nee, das geht hier leider nicht. Dann kann ich euch nicht zeigen, dass es einen Quad-Core hat. Auf jeden Fall, wie gesagt, von der Hardware exakt gleich. Nur LTE drin. Und hier sieht man ja auch, wir sind im LTE-Netz eingebucht. Und vielleicht kann ich mal einen Speedtest machen. Ich gucke mal, ob ich hier einen Speedtest drauf habe. Und wenn es nicht drauf ist, können wir das immer noch runterladen über den Play Store. Jetzt müssen wir nur den Play Store finden, der ist hier. Okay, es ist kein Konto drauf, deswegen können wir es nicht runterladen. Wir erstellen jetzt hier auch kein Konto. Okay, also das ist das Galaxy Note 10.1 LTE. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.